Heißgeliebte Leutchen, neue Begrüßung. Was bist denn du für ein Drecksack? Egal. Also, wir fangen direkt an. Es geht heute um Cotonell. Warte mal, nein, es geht nicht um Cotonell. Oh, ach so, es geht um Sparen am Strom. Ja, zuerst fangen wir einfach an. Zuerst werden wir mit einem dämlichen, ohrenbetäubenden Gesang, und zwar den hier, begrüßt. Und zwei Hurensöhne in dieser fucking Szene. Was wollt ihr bitte machen? Wollt ihr Stress empfangen? Komm, nein, nein, ich meinte das hier. Sparen am Strom. Daraufhin haut unsere kleine Cotonell schon das hier raus. Papa, fahren wir zum Ponyhof? Unsere Plastikketten tragende Julia sagt daraufhin das hier. Nein, Prinzessin, nach Sparen am Strom. Zu den Ponys? Und unser Polunder tragender X-Extreme sagt folgendes. Nein, zum Sparen. Mit Ponys? Das Ende von ihren Ponys klingt ungefähr so, als wäre die Scharniere einer Tür nicht mehr richtig funktionstüchtig. Hier ist der Beweis. Aber ein paar Dinge sind echt schon komisch. Erstens, warum will Cotonell ein Pony haben? Sie wohnen bestimmt nicht auf einem alten Bauernhof oder bei Old McDonald. Kann ich ein Eis? Daraufhin wird das Pony einfach vergessen. Dieses denkt sich locker nur folgendes. Die lassen mich zurück, diese dämlichen Dreckstoffe, dafür gibt es Drache. Und zu guter Letzt kommen wir noch. Kommt nochmal Werbung für Sparen am Strom. Sparen am Strom. Mit Yellowstrom. Gelb, gut, günstig. Jetzt online gehen. Yellowstrom bestellen. Mit extra langer Preisgarantie. Sie konnten anscheinend den Autistenchor nicht mehr bezahlen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.